Zuvor bei Shadow of the Tomb Raider. You see that? It must be Kwok Yaku. We have to get down there. Ja, da. Haben wir noch eine Rechnung offen, ja? Mistvieh. Lara, are you okay? Rache. I'm gonna go make camp. My parents. I miss them too. I had a dream about my mother recently. It was so vivid. When I was little, my father used to keep things from me. Hide things, about her especially. After she died, he thought they'd cause me pain. It didn't stop me from looking for them, of course. To claim her treasure, the adventurer Lara Croft must outwit the king, reach the forbidden tomb, and solve the mystery of the White Queen. The way will be fraught with trials. Lara, are you doing your maths homework? The adventurer should not dally any longer. In a minute, Dad! Ist ja süß. Oh, tapfere Abenteurerin. Wir haben eine. High walls of the castle beckon, taunting. Wir haben eine Traumsequenz. Das finde ich ganz süß, muss ich sagen. Das gab es schon im DLC im letzten Teil. Da haben wir auch quasi eine Schatzkarte hinterhergejagt aus Kindheit. Beziehungsweise wir haben dann diese Schatzjagd mal nachgespielt. It has taken our hero years to piece this map together. Spending nights in dusty libraries, going through ancient tomes. Exploring sunken ships, stripped of treasure, and chasing down any lead, no matter how faint it may be. If she can recover the treasure, our brave adventurer may prove herself worthy of becoming Lord Richard Crofts' assistant. Sehr süß. Und damit heiße ich euch willkommen zu einer neuen Folge von The Shadow of the Tomb Raider. Das ist echt süß. Strange beasts cross our hero's path. Hard to tell if they're bloodthirsty. Kleine Häschen. Das ist echt süß. Und das Croft Manor. Das ist echt lieblich hier, das Ganze. Tee hier, Party. Die junge Lara Croft. Können wir sie uns mal von vorne anschauen? Ja. Leider kann ich hier nicht ranzoomen. Es gibt aber den Wandtrick. Weil. Na, verdammt. Dann hat die Kamera nämlich keine Wahl, als uns von nahen zu zeigen. Ja, jetzt haben. Nein. Jetzt müssen wir uns nur umdrehen. Ah, das ist süß. Die Kleine ist echt niedlich. So. Das ist immer schön, so eine Episode aus der Vergangenheit von ihr zu spielen. Hier sind ein paar Schwerter. Hier könnte auch eine Schatzkarte. Oh, da ist sogar was. Weiße Königin, eine kleine Spielfigur. This looks like a figure from that game Mom and Dad used to play. But why is it out here, in the playground? Das ist Schach. There's an A scratched in the bottom, for Amelia. I miss you, Mom. Aww. Sweet little girl. Das bewegt sich. Ah, ich mag solche Sachen. Das ist ein bisschen dämlich, dass sie dann drüber läuft. Aber okay. Gute Schaukel. Aber Physik ist mit dabei. Die hat wenigstens hier voll die schöne Wohnung. Oder schönes Haus. Konnten es leider nicht werfen. Wir haben hier keinen Ball. Oh. Aber ne. Our hero could shoot a fly of a cart at 100 paces. Geil. Ja. Das kann sie wohl. Was ist das? Na, jetzt haben wir das schon abgeräumt. Aber wir machen es trotzdem mal. Geil. Ich find's lustig. Geil ist das falsche Wort. Ich find's einfach nur lustig, dass sie das kann. Sachen abwerfen. Abgeräumt. Yes.
Craft Manor. Craft Manor. Oh, brave Sir Knight, victim of the King's curse, doomed to stand vigil, warning away others from the forbidden tomb. Ja, die kleinen Wächterlöwen hier. Aber das ist auch sehr lieb von ihrem Papa, das hier alles gebaut zu haben. Brief an Winston. Oh, unseren Butler. I have thought about it many times, and I'm still adamant that Lara be spared from this terrible grief, as you call it. Having her constantly thinking about her mother will only be more painful. It is better for her to be a child and not be burdened by such heavy thoughts. If you do not desist in this campaign of yours, I will not hesitate to terminate your employment at Croft Manor. Oh Mann, aber sie muss doch das auch den Gram und die Trauer auch bewältigen. Einfach nur ausblenden hilft doch nicht. Ne, das ist wichtig, Sachen zu verarbeiten. Wenn man sie nicht verarbeitet, dann bleiben sie halt immer. Und naja, dann hat man nichts gewonnen. The White Queen, locked away, but not forgotten. Um dem roten Ritter oder was? Wir können Sachen abwerfen. Oh, die hat hier aber auch echt viel zum Klettern und zum Spielen. Da kannst du echt neidisch sein. Was die Gute hier alles hat. Das ist ja ein echter Paradies. Ein Traum ist das. Lara climbs out over a lake of bubbling lava. Da freut sich doch jeder drüber. Something up there in the crow's nest. Schön. So ein Steuerrad ist auch so ein Traum einfach nur. Komme ich denn da hin? Kann ich das abwerfen? War hier nicht was zum Werfen? Ja, hier. Nee. I'll have to do better. Aber wie komme ich denn da hin? Wo soll ich denn treffen? Weiß ich gar nicht. Nein! Gibt es überhaupt eine Möglichkeit, daran zu klettern? Ich habe keine Ahnung, wie ich daran klettern soll. Rutschen wir doch mal hier runter. Lara tumbles into the darkness. Warum stolpert sie denn hier runter? Fresh graves. The king does not take kindly to trespassers. Das ist gerade einfach schön, rumzuspielen. The excavation will soon reveal the secrets of this site. She discovers a strange set of hieroglyphs. Clues to the forbidden tomb, perhaps? Und schön viel Fantasie. Das ist echt schön. Genau das muss ein Kind machen. Sehr viel spielen. Sehr viel sich vorstellen. Sich sehr viel ausdenken. Ich denke es doch irgendwo runter. Ah ja, hier. Amazing. Wow. Croft has entered a burial chamber that has not been disturbed in millennia. Das ist nice. Einfach so einen Tunnel zu haben, ist echt schön. Stell mal vor, ihr hättet sowas alles als Kind gehabt. Habe ich denn das Ding jetzt hingeworfen? Ich habe das doch hier hochgeworfen, oder? Sag mal, die hat gesagt, da oben ist was. Ich will da jetzt hin. Ich weiß aber absolut nicht wie. Muss ich vielleicht irgendwie auf ein Segel schießen oder so? Werfen? Wo habe ich denn das jetzt hingeworfen? Hier? Ich bin gerade. Hä? Ich komme hier nicht runter.
kann halt hier nicht runterspringen. The forbidden tomb calls out. Ja, ich weiß. Ich will aber wissen, wie ich da rankomme. Ich hab doch da nicht daneben geworfen. Nein, jetzt habe ich es zu weit geworfen. Mist. The adventurer should not dally any longer. Ja, ich dally nicht. Ich will nur das hier abwerfen, aber immer wenn ich Sachen hier hochwerfe, verschwinden die scheinbar. Was doof ist, weil... Ah, hier liegt's. Okay, sehr gut. So, und wie soll ich da jetzt irgendwas ab... Kann ich hier überhaupt irgendwas treffen? Ich weiß es nicht. Die meinte... Ah, da oben liegt sogar noch eins. A test of skill. Our hero will need a bullseye to weigh down that basket. Aha, okay. Irgendwie ist es nicht mehr da, wo es eigentlich sein soll. Aber ich komme immer noch nicht dran, ne? Nee, ich muss da noch mehr Gewicht drauf werfen. Aber dann weiß ich wenigstens jetzt wie. Was ist mal los, Lara? Komm, da ist noch ein Gewicht. Ich wusste, dass wir das hier irgendwas machen können mit dem. Sachen und jetzt habe ich es rausgefunden. So, das sollte da hoffentlich liegen bleiben. Croft should hurry if she wants to find the treasure. So, Familienfoto. The treasure is revealed. I think this is from when we walked the El Memsha. I don't remember much, except for how spicy the bazaar smelled. Mom looks so happy. So does Dad. Niedlich. Wo war jetzt die Information? It's not fair. Why did she have to die? Ja, sowas ist nie fair, aber leider ist das das Leben. Auch wenn sie viel zu früh sterben musste. Die Häschen hier. Da, ein versteckter Eingang, ein Fahrrad. So, jetzt können wir endlich mal hier auch ein bisschen weitermachen. Ich da jetzt ein bisschen auf. Aha, yes. Was denn? Alfred? Okay, nee, da sind wir jetzt fertig. Ich gucke jetzt noch mal kurz auf das Geheimnis, was wir hier haben. He has taken our hero years to piece so, Main together. Garden. Spending nights in dusty libraries, Treasure going room. Through ancient tomes. Exploring sunken ships, stripped of treasure. Castle and chasing down any lead, no matter how faint it may be. Okay, ja, wir kennen das schon. Ich wollte noch mal die Karte anschauen. Na komm, ich will nasse Füße. Unangenehm. Ach, jetzt sind die Füße ganz nass. Mal kurz durch den Rosengarten hier gesprungen. Was ist hier drin? Ah, die läuft hier auch immer durch den Dreck. Alles. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt eine wichtige Unterhaltung war, die unser Vater hier führt. Äpfel. Ach, hier ist was. Brief von Winston. Von Winston and Dad. Sir, I understand these last few years have been more than difficult for you. We all miss Amelia terribly. However, I worry Lara has begun to forget what little she knew about her mother. A terrible thing. I realize it is not my place to pry, but have you reconsidered talking to her about Amelia? My belief is that it would help you get over your tremendous grief and bring you two closer. Ja. Das ist nämlich etwas, was sie zusammen verbündet, der Verlust. Und ich meine, sie haben beide jemanden verloren.
Aber sie sind beide ja da und das sollte sie auch mehr zusammenschweißen. Aber was der Herr Croft macht, ist einfach sie quasi in seinem Gram zu ertrinken und sie so ein bisschen dadurch vielleicht auch weg von sich zu stoßen, was halt doch sehr traurig ist und sehr schade. Und sie halt mit allem Möglichen zu überschütten und abzulenken, aber das ist halt... What was it, Dad said? Carnations first appeared where the Virgin Mary's tears fell. Ja, klar. Wie gesagt, es ist wesentlich besser, eben zusammen durch so eine Phase zu gehen, als alleine. Ich dachte, das wäre eine Schatztruhe. Es ist nur ein Werkzeugkasten. Okay, wir gehen gleich da durch. Gibt's hier noch irgendwas? Habe ich irgendwas übersehen? Irgendwelche Schätze, die nach mir rufen? Ich komme hier wahrscheinlich auch nicht hochgeklettert. Ich würde ja gerne. Oder kann ich hier hochklettern? Now for the real treasure in the Forbidden Tomb. Okay, wir können hier hochklettern. Ich guck nochmal kurz, ob wir durch das Tor noch kommen oder nicht. Weil wenn nicht, dann muss ich es auch nicht machen. The castle gates are well guarded. There's a reason our hero doesn't use the front door. Okay, wenn wir da nicht durchkommen, dann müssen wir halt andersweitig rüberkommen. Bäume klettern würde ich ja machen. Aber nee, wir können ja hier hochklettern, also machen wir das jetzt mal. Kleine Kletterin hier. Our hero must be quiet to avoid alerting the king. What does Lara have to do with any of this? She's in her room doing her homework. She hasn't much time. Oh, da hat ein Handy. Burg erklettern. Wahrscheinlich. The King's Guard will never expect Croft to climb the castle. Bitte macht niemand die Tür jetzt auf. Oh Mann. Regenrinne ist kein. Okay, das ist ein Rohr, aber es ist kein Ort, wo man sich eigentlich festhält. Weil. The castle tower. Die halten nicht so viel aus. It's taller than she thought. Oh Mann, ey. Dass die sich traut. Also hier hört der Spaß dann auf. Also ich würde da auch durchdrehen als Elternteil. Ja, ich würde definitiv durchdrehen. Our hero continues climbing, looking for another way in. Nein, 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 Mädchen. Jesus. Oh. Our hero spies another entrance. Oh Gott im Himmel, ey. Ich glaube, ich würde ohnmächtig werden, wenn mein Kind das machen würde. Shoo, go on. Ich glaube, ich würde wirklich ohnmächtig werden vor Sorge, weil, puf, weil du kannst hier nicht mehr eingreifen. Was willst du machen? Young Lara confronts the extraordinary height and danger and pushes it from her mind. Oh Gott, außer zu sagen, sei bitte vorsichtig. Kletter weiter oder geh irgendwo hin, wo man dich abholen kann. Oh, Jesus. Ja. Ganz ruhig, Kind. Oh, ich finde nicht, dass mein Kind das tut. Almost there. Okay, wir können hier auch nicht weiter, wir müssen hier rein. Gott sei Dank ist sie drin. She recovers her footing and her goal. Now onward to the Forbidden Tomb. Ach so. These parapets are damaged. She'll have to squeeze through. Baustelle ist aber, wenn es eine Baustelle ist, ist auch nicht unbedingt das Beste, wo man rumklettern sollte. Es kriegt hier gerade so einen Wechsel von ah ja, alles so schön, Kindheit, bis ah, ich kletter was ganz Gefährliches hoch. She's so close. She can almost touch it, but an invisible force field stands in her way. There must be another entrance. Invisible force, das ist gut. Okay. Hoffentlich fallen wir hier nicht.
und brechen uns was. Kann ich mir gut vorstellen. Our fearless adventurer has reached the summit. Oh, Jesus, mach das doch nicht. Oh, das ist alles so schief. Okay, das ist eine Leiter. Da wollen wir hin. At last, she spots a way in below. She will have to be careful. Ja. Also ich wäre auch eher an der hier lang gelaufen. Why do I do these stupid things? Shit! Sagt man nicht. Oi, oi, oi. Oh, Jesus. Ouch. Kruf chuckles at her audacity. She's close now. Sie hat sich fast eigentlich umgebracht, aber okay. Kinder spielen halt, ne? Sie die Bibliothek? Ich kenne hier halt das Männer ein bisschen aus eben dem DLC aus dem Vorteil. Wahrscheinlich da rein, aber wir gehen mal hier aus noch mal schnüffeln. Hier noch was finden. Ah, da können wir nicht, dürfen wir nicht rein, okay. Ich auch nicht. Ich meine, die Geräusche hier ein bisschen komisch. Ich finde es schade, dass wir unseren Butler hier nicht sehen. Naja, egal. Dann gehen wir mal. Hier rein. In die At last, Bibliothek. So. She enters the forbidden tomb. Wow. Die Schatzkammer. Da ist sogar irgend so ein Fluggefährt. Ah, okay. Da unten ist ein Rätsel. Ich sehe es jetzt schon. Aha. By night, the great bat stole the queen at 30 north and 90 east. From her pen, she wrote her heart. With light, unlock her love's release. I wonder if the White Queen is lonely. Natürlich ist sie alleine, traurig. Aber wir können uns ein paar Sachen anschauen. The head of King David. From a shepherd to a king. Imagine that. Artefakte ansehen. Achso, wir können jetzt immer wieder darauf zugreifen. Jetzt verstehe ich. This enigmatic illustration recovered from a cursed and empty mausoleum might be what our brave adventurer needs to finally find the lost treasure of the White Queen. She's managed to decipher the ancient text and has found a series of clues. A set of coordinates, a giant bat, and a series of game pieces in a line. The intrepid Lara will have to figure out what they all mean. Uh-huh. Werden wir herausfinden, aber wir schauen uns mal ein. The cup of St. John. Ja. The apostle had been given a chalice of poisoned wine. But after his blessing, the poison transformed into a snake. And he drank the wine unharmed. So viel Zeug haben die hier? Also so ein Zeug haben die hier, besser gesagt. Nicht Zeug, so ein Zeug. Auch aus wie, das sieht aus wie Mühle. This is an old game. Two shields and a white crown. Could that be the White Queen? Das sieht voll aus wie Mühle. Also das Spiel Mühle. Aber wir schauen mal die Kunstsammlung uns noch an. A Byzantine scroll. Justice is the constant and perpetual wish to render everyone his due. Emperor Justinian. Okay. Das für ein Würfel? This is Egyptian, an evil eye box. The contents were meant to help sustain and provide for people in the afterlife. Ah, okay. Hört sich ein bisschen an wie bei den Sumurern. Also mehrere. Ah, okay, hier ist das mit diesen Gradzahlen. Die können wir verschieben. The Sun King, Louis XIV, married Maria Theresa, ending a long-standing war between France and Spain. Okay. The poor queen, Maria Theresa, died a painful death, to which the king said, "This is the first trouble she has given me." Wow. So ein Penner.
I bet the poor thing could hardly see out of that chanfron. Ja, wahrscheinlich. Was ist das für ein Gemälde? The King and the White Queen. There's something in the shields. Da ist was in den Schildern, ich kann es aber nicht sehen. Mid-14th century barding. Germanic, I think. I can't imagine how heavy those bardings were. Those poor horses. Ja, aber Pferde wurden da leider nicht wirklich... A quotation from Chaucer. What is better than wisdom? Woman. What is better than a good woman? Nothing. Das ist mal eine Aussage. A quotation from Chaucer. What is better than wisdom? Woman. What is better than a good woman? Nothing. Okay, entweder das ist der übelste Macho-Spruch oder der hat wirklich viel von Frauen gehalten. Was auch nicht schlecht wäre. Wo ist die weiße Königin? Ich weiß gar nicht, wo sie sein soll. Wir können jetzt hier auf jeden Fall die Gradzahlen eingeben, scheinbar. Ich habe vergessen, wie viel wir brauchen. So, wie viel Grad war das? 30 Nord, 90 Ost, okay. 30, nein, hoch. 30 Nord. Und 90 Ost. Ist das jetzt richtig? Das wäre irgendwo in Indien. With light, unlock her love's release. It worked. Nice. So, wenn ich das aber jetzt richtig sehe, müssen die irgendwo woanders hin. So, ich weiß nicht, wo ich den Rest hinschieben soll. Ich schieb mal das hier weg. Oh. Kann es sein, dass wir hier noch die weiße Königin reinkriegen? Das heißt, wir müssen mal kurz Platz machen. Ja, komm hier. Schieb mich mal weg. Nein, lass das. Lass das. So, wir verschieben mal hier alles kurz. Ach, den können wir auch einfach so hinstellen, okay. Wenn das so... Ach, da ist die Sonne. Ah, okay, verstehe. Das heißt, wir müssen sie anders hinschieben. Na toll. So, du kommst mal hier hin. So, ich schieb dich mal dahin. Ich mach mal den Mittelweg frei. Dann geht das eigentlich. Ich weiß gar nicht, ob das ein richtiges Rätsel sein soll oder nicht. Aber ich mach das mal so, wie es da steht. Und die Fledermaus ist wahrscheinlich dieses Ding. So. Achso, können wir das auch so machen? Ah. Brauche ich das ja gar nicht immer so zu drehen, ne? Sieht man da was? Ich hoffe, die Schilder müssen so stehen, dass sie das gegenüber zeigen. Okay, wir räumen das auch hier weg. Ich wüsste aber auch nicht, wie ich die Figuren drehen sollte. Ne? Das geht ja nicht. So, jetzt noch das dahin. Komm. Ja, ich wollte eigentlich dahinter, aber okay.
Ich sehe nichts, was sie zeigen sollen, aber okay. So, das ist die Sonne. Croft has entered the forbidden mezzanine. She'll have to be careful. Oh. Yatiri, a South American healer. Tiri, okay. A baby Tyrannosaurus Rex. Aww. I wonder if it lost its mother too. Aww. Brief an Auftragnehmer. I just wanted to thank you for your discretion, as well as the work you have done. The vault has been constructed exactly to my specifications. The final payment will be sent at the end of the week. The delay was due to an accounting error, which has now been rectified. Yours, Richard Croft. Huh, okay. Die Arbeiten unternommen? Interessant, Story abgeschlossen. Ich weiß nicht, was ich jetzt abgeschlossen habe. Kann ich mir die Sache nicht mehr anschauen, oder was? No matter where you stand, these masks seem to stare at you. Ja, das ist, das nennt sich eine, ja, Wahrnehmung ist das halt, so. This looks Mayan. Is it Kukulkan? I wonder who those two dogs are. Ja, sehen süß aus, hä? Die mumifizierten Hündchen, die da sind. Leider kann ich nicht alles mehr anschauen. Animal skulls, an omen of death, and symbols of great change. Ja, animal skulls, und da ist noch ein richtiger da drin. Von einem Menschen. This is from Colombia, a Xeno chieftain mask. I wonder if these eyes have seen El Dorado. Ja, die goldene Stadt. I haven't seen some of these artifacts before. Das sieht asiatisch aus. An ossuary. This box contains the bones of the dead. I can't read the inscription. Stand das Ding nicht auch unten rum? Was haben wir hier? Können wir uns aber nicht anschauen. Also wir kennen scheinbar nicht alles. Können uns auch nicht alles leider anschauen. This is the kind of armor that the conquistadors wore during the age of discovery. Mhm. I wonder what they found. Arkebusen und Armbrüste. Mehr Masken. A statue of an Ariki from the Cook Islands. Der sieht nicht sehr erbaulich aus mit seinem toten Schädel. 25th Dynasty. The interior of the sarcophagus is incredibly intricate. Also wenn man sich sowas hier anschaut, muss man auch immer irgendwie bedenken, ja. Der Typ hat sich das alles rangeschafft. Aus einer anderen Kultur. Greek? No, Persian. Ja, ich würde auch Persisch sagen. I wonder what she's guarding. Wie viele Kulturschätze vielleicht wahrscheinlich auch gestohlen einfach sind oder einfach abgekauft. A Persian lioness. Von irgendwem. But someone stole her head. I wonder what she was looking at. Ihr Gegenüber wahrscheinlich. The death mask of Agamemnon, found in Mycenae. Mykene. Mycenae und Mykene ist schon ziemlich weit auseinander. An African tribal mask, made of gold. Ashanti, perhaps. Ashanti. Okay, cool. Wir haben jetzt hier alles gemacht. Es wird Zeit, die Fledermaus zu senken. Nee, andersrum. Mit ihre Flügel auszubreiten. The great bat's wings unfurl. The knight's shield reflects the light beam. There she is. The White Queen. Trapped. I have to help her. Jawohl. Hehe, wir haben das Rätsel gelöst. Wahrscheinlich. Oh, sie ist wirklich gefangen. Aber wenn wir das Ding jetzt benutzen. Geht das? Now I can free her. Schnell, bevor die Leiter wieder runtergeht. Weil eigentlich müsste der ganze Mechanismus jetzt wieder aufhören. With light, unlock her love's release. So, wir haben schon alles vorbereitet. Zack. Amazing. Jawoll. Wow, wer baut denn so? Her heart pounding, our hero crosses the threshold into the unknown. Ja,
Staffelei, das Mahlzimmer von der Mutter. Diese Mom's Things. Ja, ja. Dachte ich mir schon. Tale of the White Queen. The path was dark and is guarded by bats, said the Red Knight. The White Queen regarded him with a curious smile and said, bats! I'm not afraid of bats! I'm not afraid of anything! Niedlich. Ist auch schön, dass sie sich... Tell me about this. You and me are riding a T-Rex in Egypt. Where's Daddy? At work. Na, ist ein bisschen traurig, ja. Ist auch schön, dass sie zusammen ihr vorgelesen haben. Sich die Zeit dafür genommen haben auch. Because you're always in some tomb on the other side of the world. Why can't you be happy with what you have? Naja, das eine ist halt Familie und das andere ist Dad? Beruf. Please, for goodness sake, you've got to understand. This is probably the most important one I've arrived at. Well, okay, what do? I have to... Dad? Was? Dad! Oioioi. Aber das sind halt zwei verschiedene Sachen, ne? Das kann man einfach nicht zusammenschmeißen. So wirklich. Man muss halt nur Prioritäten setzen, was man macht. Das ist die Szene, die wir aus dem zweiten Teil auch kennen, dass er sich alleine erschossen hat. Oh Mann. Das ist echt traurig. Wo ist der Butler? Der ist wichtig. Für sie. Das war ja auch Vatersatz. Morning.